Ja, immer noch scheiß Wetter hier, scheiß Wetter. Willkommen zurück, meine lieben Friedensharken. Zurück zu Let's Play Ender Lilies. Ich werde heute die restlichen Räume freimachen, egal wie lange es dauert. Und wenn ich ehrlich sein soll, mache ich das jetzt hier direkt ans Ende der letzten Folge, weil ich hatte echt überlegt, ich wollte Schluss machen. Weil ich habe halt an zwei Schätzen. Man erkennt, wird es wahrscheinlich nicht so wahnsinnig gut erkennen im Video. Aber ich habe halt... Ja, mein Bewegungsrepertoire wird wirklich besser. Krasse Geilheit ist das doch. Ich bin allerdings sehr... Wie soll ich sagen? Fark. Endboss machen würde... Ahaha! Unreiner Furor mal 30. Und wir sind noch nicht fertig hier. Okay. Also, es sind die Räume, lassen sich ja bald an einer Hand abzählen, die hier. Ich frage mich, ob gerade die starke. Ah, hier ist doch mehr. Ich frage. Du warst aber so ein komischer Giftfratzel, oder? Haha, aus der Luft gefischt. So. War das hier? Das war jetzt? Ach so, stimmt, das war das hier. Einfach hier und dann. Nicht. What? Ach so, einfach hier durchfallen oder was? Ah, okay. Der Durchfall räumt den Weg frei. Mit genug Chlorreiniger auf jeden Fall. Sehr schön! Ein weiteres Räumchen fertig. Ich habe unterdessen überlegt, zwischenzeitlich noch mal eine Fähigkeit zu verbessern. Ich weiß noch nicht, was ich genau verbessern soll, aber für unsere Hauptfähigkeiten haben wir noch ein bisschen was übrig. Und da bin ich dabei, glaube ich, den Höhnier. Höhnier ist richtig cool. Also Fernkampfangriffe sind in der Regel hier sehr, 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 sehr brauchbar. Ich bin jetzt gerade nur überlegen. War hier denn? Wo habe ich denn hier noch was übersehen? Ah, hier oben. Stimmt, da bin ich ohne das Schawing-Ding nicht lang gekommen, glaube ich. Okay, gehen wir erstmal hier seitlich. Der kopflose Reiter, Johnny Depp, ist ein großer Widersacher. Krass. Jetzt ist er auf jeden Fall kopflos. Hätte ich doch nur komplett den Verstand verloren. Ich hätte gedacht, dass ein Kopf notwendige Bedingung dafür ist, Verstand zu haben. Aber okay. Kopfloser Ritter. Für kurze Zeit kann der Ritter Angriffe mit seinem Schild abwehren. Mit gutem Timing, also ist es nicht für dich wert, ist auch ein Konter möglich, der Gegner betäubt. Mit Gelrod als Vorbild wurde er zum Ritter. Doch die Unreinheit, die er als unsterblicher Ritter erhielt, wuchs zu schnell. Er griff seine Kameraden an und zur Strafe wurde sein Kopf abgeschlagen. Na, dafür haben wir jetzt den Raum hier, den Kopf abgeschlagen, dass wir nicht wieder zurück müssen. Aber noch eine sehr, sehr friedliebende Musiker hier. Kommen wir hier raus? Ich komme hier raus. Dann kommen wir wieder hier rein. Und dann soll hoffentlich der nächste Schatz bald in meinem Inventar... Oh! Verzeiht mir, dabei habt ihr doch so viel für uns getan. Ah, hier ist was. Die Strafe des Himmels auf verfluchter Erde. Wieder mal so eine kleine Nickeligkeit, einfach in irgendeiner random Wand drin, wo man wieder nur mit sehr guten Argus-Augen, zumindest aus meinem, für meinen Dafürhalten, mit sehr guten Argus-Augen, bleib unten, Fräulein! Vor lauter Vielseitigkeit in diesem ganzen Dungeon, hier in diesem Raum hier übersehen.
Blutige Schleife erhöht erhaltene Unreinheit, Erfahrungspunkte geringfügig. Die große Schleife eines Mädchens. Sie leuchtete mal rot, doch durch das Blut ist sie jetzt dunkler. Selbst als Unreine hing das Mädchen noch daran und nun enthält die Schleife selbst Unreinheit. Aha! Aha! Auch wieder etwas, was ich schon vor langer Zeit hätte machen können, aber... Wir rauben ihnen ihr Land! Bekämpften die Unreinen! So soll es nun enden! Mehr Lebenspunkte und mehr unreiner Furor und... Damit haben wir einen Raum weiter gemacht! Wupp, wupp und... Ich brauche dich nicht, Schabing-Ding! Dann nehme ich das unreine Sediment. Doch, ich brauche dich doch, Schabing-Ding. Ich habe nichts gesagt. Ich will mal ein vorlautes Maul. Wo könnte... Ich meine... Wobei, der Raum ist jetzt gerade gar nicht mal so schlimm. Doch, hier gibt's wieder ein Haus. Hier gibt's wieder ein Haus. Also ist es doch schlimm. Ja, weg mit dir. So, hier noch irgendwas? Nope. Aber mich wurmt dieses eine Item, was ich da unten in dem tiefen Mistraum einfach nicht finde. Sonst könnte ich behaupten, ich habe alles, zumindest bis jetzt, ich habe alles selber gefunden. Wobei, ich vermisse gerade, Nikita Akashia sagte, oh Gott, ich hab eben gesagt, ja, das ist ja gar nicht so groß. Doch, es ist wieder einer der Riesenräume ever. Der größten Besitztümer, größtes Bauland der Welt. Oh, nein, warum? Lasst mich auf die andere Seite, ihr Luschen. Oh, gut, dass ich nicht auf die andere Seite gekommen bin. Ring der Riesen erhöht Schaden von am Boden ausgeführten Angriffen geringfügig. Ein magischer Ring, den die entländischen Soldaten trugen, die von den Riesen abstammen sollen. Ein junges Mädchen konnte ihn als Armreif tragen. Der Vollständigkeit halber. Der Instandsetzungs... Achso, Instandsetzung? Rohstein. Achso. What? Wo soll denn jetzt hier noch was sein? Hier? Nein. Ah, in Kiste. Eine magische Kette. Und wir sind fertig. Fast. Wir haben... Nee, oh, scheiße. Das habe ich... Ich habe total gerade die ganze Zeit vergessen, dass ich... wie heißt es? Zurück zum Ruheort. Dass ich ja noch am Anfang diesen Dings nach oben habe. Naja, was soll's. Da brauchte ich das Schwingding, weil klettern wollte ich hier aus Gründen nicht. Ein kleiner Hochraum. Es kann nicht sein. Diese Weißpriesterin, erinnerst du dich vielleicht an etwas? Wenn ich groß bin, werde ich Weißpriesterin. Ich will Mutter eine Hilfe sein. Sigrid ist zwar da, aber es ist schon langweilig hier, oder? Versprichst du mit mir zu spielen, wenn du wach bist? Ich will mit dir reden. Dann komme ich bald wieder. Hielte dir aus der Erinnerung der Beschützerin. War wohl diese Weißpriesterin. Du willst ihren Wunsch in dir weiterleben lassen, oder? Dann ist es in Ordnung, wenn du dich weiterhin nennst. Selbst wenn wir keine Erinnerungen haben, die uns etwas bedeuten, so können wir als Überlebende dennoch die Erinnerung der Gefallenen und ihre Wünsche in uns tragen und so am Leben erhalten. Wir nehmen den Wunsch an.
Dann sind wir also, oder ist Lilly gar nicht Lilly, sondern Lilly ist einfach aus der Erinnerung einer anderen toten Priesterin geboren worden. Wer Gutes tut, dem widerfährt auch Gutes. Das hat Sigrid mir einst gesagt. Ich würde mich gerne mit dem Mädchen anfreunden. Sie tat mir leid, als sie erwachte und nicht sprechen konnte. Aber in Wahrheit wollte ich mich nur so schnell wie möglich mit ihr unterhalten können. Ich frage mich, wie sie wohl heißt. Falls ich Mutter treffe, werde ich sie fragen. Schließlich wird sie unsere neue Schwester sein. Notiz über Lilly hinzugefügt. Und wir haben auch diesen Raum beendet. Das heißt, zwei Räume sind noch übrig. Aber das ist jetzt heute nicht die Folge, in der wir das Spiel dann in Anführungszeichen 100%, weil ich habe, wie gesagt, immer noch keine Ahnung, wo hier unten das letzte Item ist. Und ich werde jetzt auch nicht danach suchen, glaube ich. So, was ich jetzt allerdings machen werde, ich werde nochmal meine Ausrüstung checken. Und dann checken wir den nächsten Raum hier. Nein, nicht. Ausrüstung. Achso, was wäre denn gut? Das hier habe ich häufiger benutzt. Also Achso. Das ist nicht die Verbesserung, sondern die Ausrüstung. Okay, das ist okay. Dann nehme ich hier die Beschützerin. Ich glaube, ich nehme mal den Drachen. Und der Henker war deswegen gut, weil er von weiter Entfernung angreift. Und deswegen werde ich einfach mal diese Sachen hier jetzt verstärken. Und den Höhen hier noch. Maximale Kraft, yeah. Dich max ich mal. Und was hatte ich noch? Den Henker. Okay. Und dann haben wir noch Relikte. Mehr Heilung. Moment, hatte ich noch irgendwas für die Defensive? Dich hatte ich, Schneeblumen, Armband und der rissige Magiestein. Weniger Schaden durch... Achso, die habe ich beide schon. Okay. Ja, dann... Erhöht die Heilkraft von Gebeten. Könnte nicht ganz verkehrt. Huch. Das kann, glaube ich, weg. So. Heilkraft von Gebeten und dann würde ich sagen, das ist ausgerüstet. Jetzt habe ich noch 2 Abklingzeit für Fähigkeiten. Geringfügige Abklingzeit von Fähigkeiten und die Anzahl, wie oft sie benutzt werden können. Ein geringer Teil des Schadens wird in LP zugeschrieben. Das ist gut. Ich. Maximale LP. Ja, ich glaube, das ist für einen Bosskampf besser. Schaden durch Schläge zu. Auszuheilen, anstatt durch das Besiegen von Gegnern. Es sei denn, es sind ganz viele Ads hier dabei. Okay, gucken wir uns mal an, was wir... Ob das hier das Gebiet hier noch weitergeht? Oder ob hier ein Boss ist? Ankunft. Endlich haben wir sie gefunden. Die Quellpriesterin. Du hättest diese Worte nicht reden dürfen. Flieh von hier. Für mich gibt es keine Rettung mehr. Malenia, bist du das unreiner Wow. Okay, bis jetzt ist es ein... Oh Gott. Oh Gott, das habe ich gerade gar nicht gesehen. Oh Gott, das sind so viele. Kommt da noch was? Achso, das war der Angriff schon. Okay. Wobei, das hier ist eine echt coole Fähigkeit. Oh nein, jetzt ist die Festplatte weg. Oh nein, 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 nein. Okay, der unreine König hat richtig Hitpoints. Und mir gefällt es nicht, dass er jetzt ruft. Ganz ehrlich. What? Achso. Ich erkenne die Angriffsmuster gerade sowas von überhaupt nicht von ihm. Ich frage mich gerade... Nein, ich verstehe es gerade nicht so richtig. Warum... Autsch!
Okay, wir sind in Phase 2, glaube ich. Oh, fuck. So. Das Gute an den Ads ist allerdings auch, dass ich durch den Schaden mich heilen kann. Vielleicht soll ich noch den anderen Gifthansel verbessern. Okay. Oh, oh, oh. Und ausweichen. Ja, mach den Tuppis fertig. Ich hätte mir vielleicht davon noch was aufsparen sollen für die letzte Phase. Fark. Oh, Fark. Heilung, please. Oh mein Gott. Oh, das war voll... What? Ach so, er ist gerade in Phase... 3 eingedrungen, glaube ich. Okay. Weg. So, Damage machen. Der ist weg. Oh mein Gott, es sind ein paar zu viele von denen hier gerade da. Oh, diese Zielgenauigkeit von den Viechern ist schon richtig krass. Es sind auch noch 3 da, wow. Oh Gott. Das ist so. Das ist so viel! Oh Gott! Ich hab nicht gesehen, dass ich schon so tot bin. Oh, ich hasse es, wenn so viele so starke Ads aus einem Kampf rauskommen. Oh, es ist. Ich hasse es wie die Pest. Okay. Machen wir. Sparen wir uns das vielleicht für Phase 3 auf. Ich liebe es vor allem. Danke. Ich komme nicht dazu, es Platz zu machen. Natürlich muss der starke Angriff. Ich kriege gerade so einen von den Dingern platt, bevor der zweite kommt. Wobei, jetzt gerade geht es einigermaßen. Natürlich hat ihn das nicht getroffen. Ah, fuck. Okay. Wir haben den Boss in Phase 2 gebracht. Oh Gott. Die Schwierigkeit besteht echt darin, die Ads zu managen. Ich kriege es jetzt so einigermaßen mit. Na, natürlich muss der genau da raus. Oh Gott, Heilung. Oh Gott, tut mir leid. Das hier ist so mein... Okay. Mein Joker für die Phase hier. Okay. Wenn ich weiß, dass ich bis zu den nächsten Phasen meine Vergiftung oder was, also mein Area of Effect hier aufsparen sollte, damit genau die hier nicht zu viele werden. Danke. Okay. Oh Gott.
Okay, Ed ist weg. Der muss natürlich wieder raus hier. Okay. Ich sollte den... Fark! Okay, wie viel habe ich noch von den Vergiftungen? Ein paar. Ah. Weg. Aber die sind teilweise... echt übel, dass sie wieder da rauskommen. Okay. Oh, noch zwei Heilungen hatte ich übrig. Wir läutern. Lilly, willst du denn noch bei der Quellpriesterin bleiben? Und mit ihr gemeinsam die Bürde der Unreinheit tragen? Bitte, ich bitte dich, hör auf. Ich flehe dich an. Und das war Ender Lilies. Crazy thoughts.
goodbye. My innocence, should I be mad? Should I be glad? Am I enough? How can I be enough? So I'm proud of myself, reaching my goals, distracting my feelings, changed nothing at all. I'm still my insatiable self. Isn't it better to be dumb, to be ignorant, not knowing there is liberty in this world not meant for me? May the lilies bloom for me. Das war natürlich noch nicht Ender Lilies, denn wir haben, ist das Ende B? Das Mädchen sprach im tiefsten Abgrund: Ich bleibe bei dir, denn du bist ich. Und damit bleibt noch, keine Ahnung, wie viele Enden das Spiel hat, aber jetzt gerade wüsste ich nur noch eines, und zwar, wenn wir mit den 7 Dragon Balls in den Kampf ziehen. Aber das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Macht es gut. Und ciao.